Ho, ihr Weihnachtsnüsschen, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir haben lange Zeit nichts mehr von uns hören lassen, jetzt aber nochmal hier Star Citizen in 2016. Denn am 23.12. um Mitternacht hat es doch tatsächlich eine kleine Bescherung für uns gegeben. Das 2.6.0 Patch ist veröffentlicht worden und mit diesem Patch auch das lang ersehnte FPS-Modul Star Marines. Es gab einige Änderungen für diesen On-Foot-Modus oder den EVA-Modus und auf diese wollen wir heute so ein bisschen eingehen. Wir wollen ein bisschen in die Tiefe der Weapon-Stats gehen und uns einfach dieses Star Marines Modul anschauen. Die einzelnen technischen Details, die findet ihr hier natürlich auf robertspaceindustries.com. Hier könnt ihr nochmal alles Punkt für Punkt nachlesen, was in dem Patch alles geändert wurde, vor allem für diesen On-Foot-Modus, und da müsst ihr euch einfach mal durchklicken und durchlesen. Wir wollen einfach mal angucken, wie sich das ganze Modul anfühlt und wie das Ganze eingebaut ist, und dazu starten wir jetzt einfach mal unser Game. Ihr seht jetzt dann auch direkt, dass sich hier einiges verändert hat. Und es beginnt natürlich auch direkt mal mit dem Einstiegsbildschirm. Ja, hier auch ein wunderschönes Ambientebild. Oh, ich freue mich so auf dieses Spiel. Ich kann es gar nicht sagen, wie sehr ich dieses Spiel feiere. Das wird die Mutter aller Spiele, wenn es denn mal fertig ist, weil es einfach so viele Facetten beinhaltet. So. Nach einem kurzen Loading geht es dann hier in das neu designte Menü. Wir haben jetzt hier einfach diese drei Möglichkeiten, ins Verse zu gehen, Star Marine zu zocken oder Arena Commander. Die beiden sind ja ähnlich. Das eine für die FPS-Begeisterten unter euch und das andere für die Flight Sim-Begeisterten. Und dann hier natürlich die Options. Wir sind hier auf Grim Hex, kleines Ambientebild, und starten jetzt einfach mal Star Marine, und ihr seht schon, es lädt ultra schnell rein und man hat hier die Möglichkeit zu wählen zwischen der Private Session oder dem Multiplayer Modus, und der Loadout der Loadout Anpassung, wir sagen es auf Deutsch. So. Und wir können entweder einen Marine oder einen Outlaw zocken. Ja, und ihr seht hier, beide sind richtig geil designt. Wir wollen mal ganz kurz gucken, wie die ausschauen, mit einem verstärkten Brustpanzer. Hier in einem Helm. Ich habe mich hier für den Medium Outlaw Helm entschieden, einfach um den Kopf besser zu schützen. Man kann aber auch eine Light Armor Variante wählen, die hat man dann eine leichtere Rüstung. Ich vermute mal, das wird sich auf das Movement irgendwann mal beziehen, dass hier einfach das Movement schneller und wendiger ist im Vergleich zu Medium Armor oder später vielleicht auch zur Heavy Armor. Genau, dann hier die Neuerung. Es gibt Granaten. Frag Grenades haben wir hier zwei Stück an der Zahl, an der Brust hängen. Und ja, hier glitscht noch ein bisschen das Magazin durch die Rüstung. Das ist ein bisschen schade. Hier auch nochmal die Light Armor. Ja, schaut schon geil aus. Ja, ist schon Deluxe. Und dann haben wir eben hier rechts die Möglichkeit, unser favorisiertes Loadout zu wählen. Wir können zwei Primary Weapons aussuchen, eine Secondary bisher, das ist die Arclight Energy Pistol, hat so ein bisschen Glock-Style, schaut so ein bisschen aus wie die Glock aus altbekannten Shootern wie Counter-Strike oder sonst woher. Dann haben wir hier die Energy Assault Rifle, hier kann man auswählen, oder den Devastator 12 Energy Shotgun oder die Arrowhead Sniper Rifle. Ja. Ich habe diese beiden ausgewählt in dem Setup, ja, weil einfach die beiden Karten, die wir derzeit spielen können, einfach sehr Close Quarter Combat Situation mäßig
schauen, würde es größere Distanzen geben oder würde man sich in Bereichen aufhalten in der Karte, wo man größere Distanzen überbrücken muss, dann würde sich sicherlich auch die Sniper Rifle anbieten. Aber wie gesagt, derzeit ist es auch mit den Spielmodis gerade, ja, denke ich mal, sinnvoller, hier zwei Assault Rifles einzustellen. Aber über sinnvoll oder nicht sinnvoll kann man sich auch später nochmal unterhalten. Wir gucken einfach mal in das Multiplayer-Spielgeschehen rein. Es gibt zwei Modi, den Elimination, das ist das normale Deathmatch, jeder gegen jeden, der die meisten Punkte durch Kills erzielt, hat gewonnen. Und den Last Stand Modus, wo man bestimmte Bereiche dominieren muss, indem man dort die Computer hackt und unter seine Kontrolle bringt. Und wenn man es schafft, die dort unter der Kontrolle zu halten, dann kriegt man eben Punkte und zieht dem Gegner eben schneller Tickets ab, wenn man mehrere oder die Mehrzahl der Computer dominiert. Also relativ easy. Hier ist es mehr teambasiert. Hier kann man mehr zusammenhalten. Es gibt zwei Teams, rot und blau. Und so kann man hier einfach den Teamaspekt mehr rauskitzeln. Bei dem ist man, wie gesagt, im Modus jeder gegen jeden unterwegs. Und das ist auch der Modus, wo ich mich weitaus mehr drauf versteift habe, weil ich einfach gerade so ein bisschen die Technik und die Waffen erkundschaften wollte und jetzt weniger auf das Teamplay aus bin. Und deswegen starten wir jetzt hier einfach mal eine Session. Er findet relativ zügig einen Server. Leider, 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 und das muss man dazu sagen, ist hier der Server der begrenzende Faktor. Die Grafik an sich ist jetzt nach dem Patch wieder im normalen High-Zustand. Ich habe nicht den schnellsten Rechner und auch nicht die schnellste Grafikkarte, kann hier aber trotzdem relativ stabil über 40, 50 Frames zocken und trotzdem wird es zu Lags kommen, das werdet ihr jetzt auch gleich sehen und das liegt einfach daran, dass hier die Server noch nicht optimiert sind, wie man sich das wünschen würde und hier einfach extrem hohe Pings unterwegs sind. Ich bin hier in einer Stadt mit einer 100.000 Mbits Leitung und trotzdem habe ich hier einen Ping von 130. Das ist also nicht notwendig, aber das wird sich sicherlich ändern. Für die jetzige Testphase, wir müssen uns immer daran erinnern, wir sind in der Alpha-Phase, gibt es natürlich nicht diese Menge an Server. Und der steht halt dann irgendwo in Amerika oder sonst wo weit weg und deswegen hat man eben dann so einen Ping. So, am Anfang ist man in so einem Spielmodus, wo man einfach, wo die Kills noch nicht zählen. Wichtig ist, drückt X, damit ihr fertig seid. So, das habe ich jetzt hiermit getan. Und dann könnt ihr auch schon rumlaufen und euch ein bisschen warm spielen. Ihr seht unten den Radar, wo... Gegner sind und dann müsstet ihr die droppen. Game starts in 6 seconds. Schade. Schade, ich hätte ihn noch schnell gekillt, den Typen. Naja, okay, ihr seht ansonsten, das Design der Base ist richtig cool. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, wo man sich mal verstecken könnte, aber hier und da bietet sich's doch an. Außerdem gibt es Ammo-Crates und Versorgungsstationen für neue Medipens. Und da sollte man natürlich mit ein bisschen Übung wissen, wo die sind. Hier zum Beispiel. Damit man dann einfach, wenn die beiden Medipens aufgebraucht sind, hier nochmal auffüllen kann. Genauso wie die Munition. Hier liegt dann eine Energy Weapon rum. Also da kann man seine Waffe, wenn sie denn leer ist, dann einfach austauschen. Ja, das ist recht wichtig. Da liegt eine Leiche. Da ist noch mal eine Medi-Station. Wow.
Haha, er ist einfach um. Okay, 2 Kills. Geht doch gut los. Ah, Mist. Also Movement ganz wichtig. Wenn ihr einen Gegner engaged, dann versucht ein bisschen zu strafen. Mit Strafe hat man eigentlich noch ein relativ gutes Aiming auf den Gegner und kann den eigentlich ganz gut kontrollieren. Wenn er zu nah ist, dann bleibt einfach ganz normal, schießt aus der Hüfte. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ah! Okay, ja, im EVA-Modus, also wenn ihr durch die Welt schwebt, dann ist natürlich das Aiming auch weitaus schwieriger. Vor allem mit der Ballistic Rifle hat man hier Probleme, die Waffe zu kontrollieren, weil man eben hier den Rückstoß der Waffe an sich hat. Oh, schau mal, ein Bleed-Out-Kill. Der Typ ist... Ah, also EVGA und Ballistic Rifle ist richtig schwierig. Probiere ich auch gerade zum ersten Mal. Was auch geil ist, dass die Waffe so ein bisschen weiter schießt, obwohl man sie schon aus der Hand verloren hat nach dem Kill. Naja, also ist richtig cool gemacht, muss man dazu sagen, und macht richtig Fun. Hier war gerade ein Ammo-Crate. Und... ja, auch wenn man hier in der im Vakuum ist, ist natürlich auch... das Audio ordentlich gedämpft. Oh Mann, da hat er mich besser kontrolliert, der Charles Murray. Aber vielleicht blutet er noch aus, wer weiß. Ich habe ihm ordentlich was, abgezogen. Ja, so kann man sich hier... ja, wenn man zu lang auf R drückt, dann holstert er die Waffe. Das ist ziemlich blöd gemacht. Das ist mal so eine Anmerkung, ja, hier nachladen und holstern auf einer Taste zu haben. Ich hoffe mal, dass wir das Ganze auch noch ein bisschen anpassen. Hä? Oh, der war schneller als ich. Sleepy Time. Ja, und so kämpft man sich hier Stunde um Stunde durch diesen FPS-Shooter, also einfach Deathmatch-Training sozusagen. Ah, ich habe in die falsche Richtung geschaut. Mist die Kacke. Oh, da bekämpfen sich zwei. Schaut aber schon geil aus. Auch hier diese Scheibe kann man zerballern. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Kills machen hier. Was soll denn das? Ah, ich bin nicht multitaskingfähig. Ich kann kaum quatschen. Und gleichzeitig rumballern. Oh. Ja, so, und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ey, bleib da. Ja, eben noch. Einen Kill zum Abschluss und dann wollen wir uns doch einfach mal die... hoppala. Ja, den haben wir noch mitgenommen, den Sleepy. Als kleine Revanche. Und ich würde sagen, wir, bevor wir jetzt hier verbluten, nehmen noch einen Medipen. Das ist jetzt nämlich auch implementiert, dass man hier verbluten kann.
und widmen uns einfach mal ein paar Impressionen hier aus dem FPS-Bereich. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen auf die einzelnen Waffen ein. Paar Impressionen aus Star Marine möchte ich euch jetzt die, wie versprochen, die Waffenstats ein bisschen näher bringen. Ich habe im Internet mit ein bisschen Recherche auf Reddit und so weiter hier eine Art Excel-Tabelle gefunden, die hier die einzelnen Waffen zusammengetragen hat, die einzelnen Gadgets, die man auch in Raumschiffe reinpacken kann. Also wer das sucht, ich werde den Link in der Video-Description unten posten, da könnt ihr euch durchklicken und könnt euch mal die einzelnen Waffen anschauen. Speziell für Star Marine und das FPS-Modul gibt es ja noch nicht allzu viele Waffen. Wir haben sie hier alle aufgelistet, also die Pistolen am Anfang.
In Star Marine kann man bisher ja nur die Energy Pistol nehmen. Dann haben wir das Ballistic Rifle und die Energy Rifle. Das ist die hier. Das ist leider, steht das nicht untereinander. Ich hätte es ganz gern untereinander gehabt, aber kann man das ändern? Nee, kann man nicht. Gut, die Burst Cannon habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht kann man die irgendwo aufnehmen, aber ich wahrscheinlich kommt die dann noch. Die Energy Shotgun, die kann man nehmen. Haben wir auch gespielt. Und die Arrowhead Sniper Rifle. So, also diese Waffen sind jetzt erstmal verfügbar. Und ich weiß schon, warum er die hat, weil das die drei ballistischen Waffen sind. Ballistische Waffen, wie gesagt nochmal, da kommen richtige Projektile raus. Bei den Energiewaffen, da kommen Energieladungen raus, ja. Dementsprechend hat der Kollege, der diese Tabelle hier gemacht hat, und da schon mal an dieser Stelle vielen Dank, hier auch den Damage in Energie-Damage und physischen Damage aufgeteilt. Und da sehen wir schon, dass hier, und das sind die zwei Waffen, wo sich die Geister wohl am meisten scheiden, also entweder nehme ich die Energy Impulse Assault Rifle oder die Ballistic Rifle, macht die hier, die Ballistic Rifle, einen Schaden von 4,0, während die Energy Rifle lediglich 3,5 Schaden macht. So, jetzt ist Schaden natürlich nicht alles, den die anrichtet, sondern man muss das in Relation der Schusskadenz sehen, und die sehen wir hier hinten. Ja, die Energy Rifle hat lediglich eine Schusskadenz von 450 Schuss pro Minute, während die Ballistic Rifle 600 Schuss pro Minute rausbläst. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die Ballistic Rifle ist ja viel, viel, viel besser. Und nur weil die mit Iron Sights gespielt wird und die Energy Rifle einen Red Dot Sight hat, macht es ja auch keinen Sinn und so weiter, bla bla bla. Ja, man muss dazu sehen, die Ballistic Rifle hat eine Magazingröße von 30 Schuss, während die Energy Rifle überhaupt kein Magazin hat, sondern die hat einen Energiekern, ja, und damit kann man halt seine, was weiß ich, wie viel Schuss rausblasen. Ich glaube, es sind gut über 100, und dann sind die draußen und dann ist die Waffe aber auch leer. Man muss das nicht nachladen, das ist ein Riesenvorteil in der Combat Situation. Die Ballistic Rifle muss nachgeladen werden, also 4 Magazine a 30 Schuss hat man an Bord. So, bei der Energy Pistol ist es ebenfalls so, Energiekern ballern bis leer und dann ist vorbei. Da muss man halt wieder zu den Ammo Crates gehen und das Ding aufladen. So, jetzt wollen wir noch ganz kurz gucken, was ist denn dann der weitere große Nachteil neben dem Nachladen, das auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Muss man bei der Ballistic Rifle wissen, dass die, dadurch, dass sie eben einen physischen Schaden hat und physisch ein Projektil rausfeuert, auch physisch Auswirkungen hat. Ja? Um einen Gegenstand zu beschleunigen, muss man einen Impuls setzen, und diesen Impuls, den spürt man im sogenannten Recoil, also in dem, wie die Waffe verzieht. Ja, wenn man auf Dauerfeuer ballert, dann zieht die Waffe Stück für Stück pro Schuss nach oben. Je länger man drauf bleibt, desto mehr Spread hat man auch. Das heißt, die Kugeln fliegen in alle möglichen Richtungen, und das muss man eben kontrollieren. Das heißt, diese Waffe hat ein gewisses Schusspattern, so hat man bei Counter-Strike immer gesagt, dass man sich anschauen muss, und dementsprechend muss man dann eben mit der Maus, während man Dauerfeuer gibt, ein bisschen nach unten ziehen und so versuchen, die Waffe zu kontrollieren. Das ist eben der zweite, sage ich mal, negative Punkt bei der Ballistic Rifle. Aber erfahrene FPS-Spieler haben da normalerweise kein Problem damit, dass sie nach einer gewissen Weile sich auf den Recoil der Waffe einstellen, und dann muss ich ehrlich sagen, ist, und das ist auch mein Gefühl und mein Fazit, die Ballistic Rifle derzeit mit diesem Balancing die Waffe der ersten Wahl. Ich habe mir als zweite Primärwaffe den Devastator rein, weil der mit seinem 5.0 Schadensmodell wirklich auf Nahdistanz extrem geil ist. Also wirklich 2-3 Schuss und der Gegner ist down.
Man hat hier ein großes Feld, wo man eigentlich auf nahe Distanz den Gegner extrem schnell zu Boden bringt. Die Arrowhead Energy Rifle ist schon drin, macht einen höheren Schaden als die Ballistic Rifle oder die Energy Rifle, aber trotzdem es ist eine Art Repetiergewehr, man muss da immer wieder einen Schuss reinladen. Dementsprechend ist hier die Kadenz sehr gering, gerade mal 200. Und auf große Distanzen ist es sicherlich eine geile Waffe, aber bei den jetzigen beiden Maps ist es einfach noch kein Thema. So, also, dann viel Spaß in Star Marine. Schaut mal, was die Gegner für Waffen verwenden. Ich glaube, ihr werdet feststellen, dass die meisten eben die P4AR Ballistic Rifle nehmen. Und probiert beides mal aus und dann müsst ihr selber entscheiden, was ihr wollt. Entweder wenig Damage und dafür keinen Verzug oder viel Damage und eine hohe Schusskadenz, dafür aber mit viel Controlling und Nachladen. Das war mein Fazit zu den Waffen in Star Marine und ja, wir sehen uns auf den Leaderboards. Au, die Leaderboards, ganz schnell noch. Die Leaderboards sind auch implementiert, funktionieren auch schon. Findet ihr, wenn ihr in euren RSI-Account geht, bei Community Leaderboards. Wir klicken uns schnell durch. Elimination. Und dann kann man hier auf View Leaderboard gehen. Und dann sind hier die ganzen FPS-Cracks zu sehen. Na, komm schon. Und euren eigenen Rank. Ja. Hier gibt es auch ein kleines Ranking für euren, ja, ob ihr General seid. Ich bin jetzt Second Lieutenant und arbeite mich jetzt hoch. Aber ihr seht, ich habe auch erst 1 Stunde 40 gezockt und die ganzen Cracks, die sind hier schon mit 11 Stunden, 15 Stunden unterwegs. Gut, also viel Spaß und wir sehen uns ja im Star Marine oder im Verse. Bis bald, euer Jackal.